Hey! 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 Die Kohlekommission ist gescheitert mit dem Kohleausstieg 2038 und das gleiche droht jetzt mit der Verkehrskommission zu passieren, die heute ihren letzten Tag hat oder ihren Bericht vorstellen möchte. Dort ist das Ministerium, in dem die Kohlekommission getagt hat, und direkt daneben ist das Verkehrsministerium, die für die Verkehrskommission zuständig sind. Da können wir mal ganz laut buhen oder keine Ahnung, ich weiß auch nicht, buh! Zeit nicht mehr leisten können. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir alle gesellschaftlichen Akteure bei dieser Transformation, die bevorsteht, mitnehmen und einbinden. Und das ist auch schön, wenn das irgendwie in der Kommission klappen kann. Nur das Ding ist, dass wir ganz klare planetare Grenzen gesetzt haben und die gilt es einzuhalten. Und die sind in einer Kommission nicht verhandelbar.